Heute werden wir uns die Follow-Me-Funktion von Lithium ein bisschen genauer anschauen, denn die bietet einiges mehr als die Track-Funktion. Und was das alles genau ist und wie man die konfiguriert, das zeige ich euch in diesem Video nach dem Intro. Also, bleibt dran! Damit der Kopter uns folgt, wählen wir hier über das linke Auge Folgen aus. Und dann werden wir das auch gleich starten, weil ich erkläre euch die ganzen Einstellungen während des Flugs. Und zwar hier könnt ihr als ersten Punkt die Übernahme der Kopterposition definieren. Da würde der Kopter genau die Position immer nehmen, an der er sich jetzt gerade befindet. Das heißt also, die Höhe und die Entfernung würden der aktuellen Position entsprechen. Es macht durchaus Sinn, ein bisschen weiter weg zu fliegen mit dem Kopter, weil wenn er genau über euch steht, dann hat er natürlich ein Problem, Nord, Süd, West und Ost zu unterscheiden, wenn er also neben euch fliegen soll, vor oder eben auch hinter euch. Wir starten das Ganze jetzt. Jetzt gehen wir hier nochmal auf unser Richtungssymbol, also hier auf unseren kleinen Kreis mit der Drohne. Und jetzt steht hier Licht, das heißt, die Drohne befindet sich jetzt hinter mir. Ich kann aber die Drohne auch hier nach rechts fliegen lassen. Dann würde sich die Drohne also hier nach rechts bewegen, wie ihr seht. Und parkt dann rechts neben mir. Jetzt wählen wir einfach mal Licht aus und schauen, was dann passiert. Und ihr seht, der Kopter fliegt nun hinter mich und verfolgt mich von hinten. Gehen wir auf Lead, passiert natürlich das Gegenteil und der Kopter würde sich vor mir positionieren. Nun steht der Kopter vor mir. Die Gimbalsteuern, die könnt ihr entweder automatisch oder manuell einstellen, also je nachdem, ob ihr selbst den Gimbal nachführen wollt oder nicht. Die Objekthöhe, die sollte natürlich auch passen, die habe ich jetzt auf 2 Meter eingestellt. Das würde jetzt so aufgerundet meiner Höhe entsprechen. Dann habt ihr noch die Möglichkeit, dem Gelände folgen einzustellen. Dann würde er quasi auch die Höhendaten aus dem Netz beziehen und würde quasi die aktuelle Geländehöhe verwenden. Die Joysticks, die können ihr natürlich jetzt hier ein- oder ausschalten, sowie eben auch die horizontalen Bewegungen. Den Richtungsmodus könnt ihr auch ändern. Der steht jetzt auf Kurs. Das heißt, alles, was ihr hier einstellt, bezieht sich auch auf den Kurs der Drohne. Würdet ihr den jetzt ändern, dann würde die Drohne sich woanders hin bewegen und sich quasi ja an der Nordausrichtung der Karte orientieren. Das ist aber relativ kompliziert, finde ich, sich das dann vorzustellen. Und deswegen nutze ich eigentlich immer den Richtungsmodus Kurs. Wenn ich mich jetzt drehe, dann seht ihr auch schon, dass der Kopter auch sofort merkt, ich gehe in die andere Richtung und dann verändert er auch seine Position und fliegt natürlich auch wieder genau vor mich. Natürlich könnt ihr auch hier die Werte, währenddem ihr euch verfolgen lasst, ändern. Ich kann also beispielsweise auch hier die Höhe ändern. Dann fliegt die Drohne natürlich weiter nach oben oder eben auch weiter nach unten. Das gleiche gilt natürlich auch für die Entfernung. Bei der Gimbalsteuerung seht ihr auch hier, wenn ich versuche, den Gimbal zu verändern, stellt es sich immer wieder zurück. Gehe ich auf manuell, dann kann ich den Gimbal halt auch entsprechend manuell verändern. Aber das wollen wir natürlich nicht, denn so verfolgt euch die Drohne natürlich optimal. Unter Objektversatz könnt ihr dann auch nochmal einstellen, ob die Drohne nicht direkt auf euch schauen soll, sondern vielleicht nur leicht versetzt, indem ihr hier beispielsweise hier einen anderen Winkel eingebt und dann merkt ihr auf einmal, dass die Drohne sich jetzt hier so ein bisschen dreht und sich um genau diesen Winkel versetzt vor euch platziert. Geht ihr hier auf Joysticks der Fernsteuerung und schaltet es aus, dann kann ich also hier mit den Joysticks machen, was ich will und die Drohne bewegt sich keinen Meter. Schalte ich die Joysticks wieder ein, dann kann ich natürlich auch hier die Höhe verändern oder eben auch andere Dinge. Die horizontalen Bewegungen kann ich nochmal separat ausschalten. Wenn ich da drauf gehe, dann kann ich zwar immer noch rauf und runter fliegen, aber kann mit dem Joystick keine horizontalen Bewegungen mehr machen. Das heißt also, der rechte Stick ist dann gesperrt. Und wenn ich den wieder einschalte, dann ist der rechte Stick auch wieder freigeschaltet.
Mit dem X hier oben rechts könnt ihr natürlich auch hier dieses Fenster ausblenden und könnt mit dem roten Quadrat links auch das Ganze wieder sofort stoppen oder eben auch mit der Pause-Taste auf der Fernstellung. Ganz besonders in so kritischen Situationen, wenn ihr halt merkt, da ist jetzt gerade ein Hindernis und die Drohne könnte da eventuell hineinfliegen. Dann müsst ihr halt eben sofort stoppen. So, jetzt probieren wir das Ganze mal an einem Hang aus. Ihr seht, da ist es relativ steil hier hoch und ich will mal probieren, ob die Drohne das wirklich schafft, die Höhe am Hang entsprechend anzupassen. Den Flugmodus habe ich jetzt deaktiviert und jetzt gehen wir wieder in Folgen, übernehmen die Kopterposition und starten mal. Und hier schauen wir, dass Gelände Folgen aktiviert ist. Wir schauen mal, ob die Drohne die Höhe tatsächlich hier auch verändert am Hang, aber aktuell sieht es nicht so aus. Ja, sie kommt immer tiefer und würde jetzt hier gleich in den Hang knallen. Wir gehen mal weiter, gucken, was passiert. So. Und man sieht, sie verändert jetzt ihre Höhe wieder. Also sie geht wieder ein bisschen weiter rauf, als wenn sie jetzt doch wüsste, dass hier das Gelände auch steiler ist. Ich würde dafür jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen, aber ich merke das, ich gehe hier mal weiter rauf und die Drohne verändert auch ihre Höhe, beziehungsweise hält die Höhe relativ zu mir konstant. Jetzt geht sie wieder ein bisschen weiter runter. Aber jetzt geht sie wieder rauf. Also sie scheint hier wirklich die Höhe des Hangs online auszulesen, die Höhendaten, und das auch tatsächlich umzusetzen. Jetzt ist sie wieder recht niedrig, so vielleicht einen Meter Höhe. Aber sie nimmt jetzt wieder an Höhe zu. Jetzt kommt es aber schon recht tief. Ja, und jetzt wird es eng. Jetzt wird sie jeden Moment in die Wiese knallen. Nein, es funktioniert aus meiner Sicht nicht zuverlässig, muss ich sagen. Kann ich euch nicht empfehlen, das zu verwenden. Ist relativ gefährlich, wie ihr gesehen habt. Jetzt zeige ich euch noch was anderes Cooles. Und zwar, wenn ihr hier oben auf dieses kleine Symbol geht, das Litchi-Symbol, und das einmal antippt, dann wird hier mit Magic Leash verbunden. Was ist das? Mit Magic Leash könnt ihr die Verfolgung weitergeben an ein anderes Gerät. Wie so ein Staffelstab könnt ihr jetzt jemand anders beispielsweise verfolgen lassen, indem er auf seinem Gerät Magic Leash installiert und diesen PIN eingibt. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt. Ich lege jetzt die Fernbedienung hier auf den Boden und gebe an meinem zweiten Smartphone, meinem iPhone 12 Mini, den PIN hier ein. Also 6446. Das dauert einen Moment. Wir gehen auf OK. Und jetzt seht ihr hier, das Ganze funktioniert. Ich schließe jetzt mal das Fenster hier an meine Fernstellung. Hier seht ihr jetzt, ich habe hier die Fernstellung in der Hand. Und mit meinem Smartphone, das lege ich jetzt alles hier auf meinen Rucksack. Dann gehen wir hier noch auf Start, dass die Verfolgung startet. Und ich gehe jetzt mit meinem iPhone Mini los. Und ihr seht, das klappt wunderbar. Ich habe einfach die Verfolgung auf mein iPhone 12 Mini übertragen. So könnt ihr quasi jemand anders mit eurer Drohne verfolgen lassen, mit seinem jeweiligen Smartphone oder eben auch Tablet, das er dann dabei hat. Und ihr seht, das Ganze funktioniert auch, wenn man nicht gesehen wird. Wenn ich jetzt die App Magic Leash, dann kann ich auch wieder mich selbst verfolgen lassen mit meinem Smartphone an meiner Fernsteuerung. Klappt also auch wunderbar. Hui, bisschen höher. Na, das war jetzt ja schon fast wieder ein Baumcrash gewesen, aber sie hat sich wieder gefangen. Ich war ein bisschen zu tief. Okay, alles gut. Ihr kennt das ja schon, die Bäume mögen mich nicht. Dann gibt es noch hier diesen Punkt mit diesem Symbol. Damit könnt ihr die Mini zwingen, an einem bestimmten Punkt zu fliegen, beispielsweise so. Und jetzt werdet ihr merken, sie fliegt nicht bis direkt zu diesem Punkt.
Das liegt daran, ihr müsst natürlich ja auch in den Verfolgungseinstellungen die richtigen Werte einstellen. Wenn ich jetzt hier auf Entfernung 0 Meter gehe, dann fliegt die Mini auch wirklich genau hin zu diesem Punkt. Schaut her. Jetzt fliegt sie genau über diesen Punkt. Da könnt ihr also auch diese Parameter mit Höhe und Entfernung und so weiter einstellen, um eben zu konfigurieren, wie genau oder wie nah die Mini 2 an diesem Punkt fliegt. Und so habt ihr jetzt die Möglichkeit, eure Drohne quasi anhand der Karte an bestimmte Stellen zu navigieren. Und so könnte ich mir halt eben auch vorstellen, dass man coole cinematische Aufnahmen damit machen kann. Klappt also alles wunderbar. So könnt ihr halt einfach auch eure Drohne anhand der Karte über diese einzelnen Markierungen steuern. Ihr gebt einfach einen Zielpunkt vor, die Drohne fliegt hin zu diesem Zielpunkt und könnt entweder, wenn sie dort angekommen ist oder vielleicht auch schon kurz vorher, der Drohne sagen, dass sie den Kurs ändern soll. Ihr habt gesehen, mit der Folgenfunktion habt ihr viel mehr Möglichkeiten als mit der Trackfunktion. Ihr müsst nicht dieses fummelige Rechteck aufziehen, um euch verfolgen zu lassen, und vor allen Dingen könnt ihr euch ja auch überall verfolgen lassen, wo man keinen Sichtkontakt zur Drohne hat. Beispielsweise könntet ihr auch durch eine Scheune durchgehen, wenn da GPS-Signal ist, dann würde die Drohne über der Scheune weiter hinter eurem Signal herfliegen. Und ihr habt viele Möglichkeiten, die Follow-Funktion zu konfigurieren. Ob die Drohne euch rechts oder links folgt, von vorne oder von hinten, da gibt es unheimlich viele Möglichkeiten, das zu konfigurieren. Über Magic Leash habt ihr dann auch noch die Möglichkeit, das Ganze wie einen Staffelstab weiterzugeben, beispielsweise an den Freund, der ein zweites Smartphone hat, und den dann damit verfolgen lassen. Vor allen Dingen braucht ihr mit Magic Leash auch die Fernsteuerung nicht. Das heißt, ihr könnt einfach nur rein das Smartphone verfolgen lassen, wenn ihr ein zweites Smartphone dabei habt. Weiterhin habt ihr die Möglichkeit, einzelne Punkte auf der Karte zu definieren und die halt entsprechend anzufliegen. Und zwar mit all den Einstellmöglichkeiten, die halt eben auch mit der Follow-Funktion hat. Und deswegen ist für mich die Follow-Funktion von Leachy ein absolutes Killer-Feature, mit dem man eine ganze Menge machen kann. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Daumen nach oben da lasst. Gerne auch einen Kommentar mit Fragen und Anregungen. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal im Michas Welt YouTube-Kanal.